dazu freuen wir uns jetzt über den Beitrag von Christian Link von der Initiative Kumpel für Auf, die aktuell den Giftmüllskandal im Bergbau unter Tage wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben. Herzlich willkommen. Kumpel für Auf ist eine bundesweite Bürger-Bergarbeiterinitiative, die sich für die Nöte und Sorgen der Bergleute und ihrer Familien einsetzt. Wir sind der Meinung, dass die soziale Umweltfrage eine Einheit ist und nicht gegeneinander ausgespielt werden darf. Dass unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Zukunft vorfinden werden. Wir sind von Anfang an ein Bestandteil der Montagsdemo, überall wo es Steinkohlebergbau gibt. Heute will ich euch von einer drohenden, ökologischen, gigantischen Zeitbombe, vergleichbar mit der Asse, berichten. Die Ruhrkohle AG will mit der Beendigung des Steinkohlebergbaus 2018 das Grubenwasser auf 500 Meter ansteigen lassen, von derzeit 1000 Meter. Um jährlich 200 Millionen Euro Ewigkeitskosten einsparen zu können. Man muss dabei wissen, dass die RAG seit den 90er Jahren 700.000 Tonnen hochtoxische Filterstäube von Müllverbrennungs- und Industrieanlagen und weitere Hunderttausende Sondermüll in NRW eingelagert hat. Weil Sondermülldeponien über Tage nicht mehr politisch durchsetzbar waren in den 90er Jahren. Das Ganze wurde dann sehr lukrativ für die Ruhrkohle AG, weil sie pro Tonne 500 bis 800 D-Mark bekam. Politisch wurde das damals von Umweltminister Töpfer, CDU, SPD, Landesregierung NRW eingespielt und später von den Grünen mitgetragen, auch wenn sie heute sich rausreden, sie wären dabei übergangen worden. Man muss sich vorstellen, hier soll das Giftigste vom Giftigen, was in mitteleuropäischen Ländern in der Produktion anfällt, geflutet werden. Blei, Cadmium, Quecksilber, Fluoride, Arsen, Dioxin. Wir würden auf einer riesigen Giftsuppe im Ruhrgebiet schwimmen, dass man sich das vorstellen kann, von Holland bis Westfalen. Wenn wir das zulassen, dass die Ruhrkohle AG den Grubenwasserspiegel tatsächlich steigen lässt. Es wird ausdrücklich von Experten davor gewarnt, dass sich diese Brühe mit dem Grundwasser vermischen kann. In Lothringen, in Frankreich, sind diese Warnungen schon eingetreten. Vorbach und umliegende Gemeinden bekommen heute ihr Wasser aus dem Saarland, weil ihr Wasser nicht mehr genießbar durch die Grubenwässer sind, weil die Pumpen abgestellt worden sind. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Zechen und die Wasserhaltung müssen offen bleiben, bis geklärt ist, wie man das Problem lösen kann. Auch wenn das die Profite der Ruhrkohle AG schmälert. Glück auf!